Wir sehen hier die nordsyrische Stadt Aleppo. Die Assad-Truppen haben am 3. Januar vor 2 Tagen zwei wichtige schiitischen Ortschaften erobert und somit die Blockade dieser beiden schiitischen Ortschaften durchbrochen. Es handelt sich um zwei Ortschaften, um Nubul und Zahra. Diese beiden Ortschaften sind seit 2012 eingekesselt von der radikal-islamistischen bzw. sunnitischen Rebellen. Für die Menschen in Nubul und Zahra kommt die Erleichterung, kommt die Befreiung. Allerdings die sunnitische Bevölkerung um Aleppo herum, aber auch in verschiedenen Stadtteilen von Aleppo, befürchten eine längere Blockade, Einkesselung durch Assad-Truppen. Für die Christen in Aleppo ist jetzt die Situation besser, weil die Stadt kann besser versorgt werden. Wie gesagt, für die sunnitische Bevölkerung wird die Situation schwieriger. Tausende von Menschen haben diese Straße Richtung die Türkei genommen, stehen vor der Grenze bei Azaz. Diesen Grenzübergang habe ich benutzt, als ich nach Afrin ging im Februar 2015. Ich habe heute mit Afrin telefoniert, vor 2 Stunden. Afrin, die nordsyrische kurdische Enklave, hat 10.000 Flüchtlinge aus den umkämpften Regionen um Aleppo aufgenommen, obwohl Afrin selbst seit 2, 3 Jahren eingekesselt ist im Norden, im Westen von der türkischen Regierung und im Osten und Süden von den Radikal-Islamisten. Diese große Offensive der syrischen Truppen hat stattgefunden, während man in Genf miteinander verhandelt hat oder miteinander gesprochen hat bei der sogenannten Genfer Syriens-Konferenz. Die Opposition forderte ein Ende der Luftangriffe durch Russland, aber auch durch das syrische Regime. Wir sind in der Meinung, dass die Kämpfe sofort aufhören müssen. Eine militärische Lösung für Syrien wird nicht geben. Heute sind Assads Truppen auf dem Vormarsch, morgen die Radikal-Islamisten. Also es muss weiter verhandelt werden. Die Menschen in Aleppo, in Afrin, die Sunniten, die Schiiten, die Kurden brauchen eine friedliche Lösung, damit die dort in ihrer Heimat bleiben können.